Das Waldviertel ist eine Region im nordwestlichen Teil von Niederösterreich. Im Süden bildet die Donau die Grenze zum Mostviertel, im Westen schließt sich das Mühlviertel an, im Norden das tschechische Südböhmen und im Osten das Weinviertel. Die alte Bezeichnung des Gebietes Viertel Ober dem Mannhardtsberg stammt noch aus der Zeit von Kaiserin Maria Theresia. Das Klima der Region ist etwas rauer als in anderen Teilen Niederösterreichs. Es ist trockener und die Winter sind kälter. Die Landschaft ist hügelig mit Höhen bis zu 1000 Meter. Viele Flächen sind mit Wald bedeckt, der größtenteils aus Monokulturen, meist Fichten, besteht und leider durch Trockenheit und Schädlingsbefall in den letzten Jahren stark geschädigt wurde. Im Waldviertel gibt es kaum Industriebetriebe und so sind die meisten Erwerbsmöglichkeiten die Landwirtschaft und der Tourismus. Das waldreiche Gebiet hat einiges zu bieten. Es ist altes Kulturland. Die ersten archäologisch nachweislichen Spuren sind 50.000 Jahre alte Werkzeuge und sonstige Hinterlassenschaften der Neandertaler, die in einer Höhle im Kremstal gefunden wurden. Die Stadt Krems war schon im Mittelalter Verwaltungsbezirk im Waldviertel. Im 11. Jahrhundert wurde die Pfarre Krems gegründet und aus 1305 ist das älteste geschriebene Stadtrecht überliefert. Krems wurde befestigt und die Kirche und wohlhabende Bürger errichteten ihre Bauwerke. Die Gotzowburg steht am Hohen Markt, dem ältesten Teil der Stadt Krems. Der reiche und angesehene Kremser Bürger Gotzow erwarb um 1250 Grund- und Vorgängerbau und ließ umfangreiche Umbauarbeiten durchführen. Gotzow stammte aus dem nördlichen Weinviertel. In Krems war er Stadtrichter, Vorstand des Zoll- und Mautamtes und Verwalter des landesfürstlichen Besitzes. Die sogenannte Gotzowburg gilt als eines der bedeutendsten mittelalterlichen innerstädtischen Gebäude Österreichs. Es hat mit der zur Straße hin geöffneten Loggia und dem darüber liegenden Saal italienische Paläste zum Vorbild. Der Wappensaal im Obergeschoss mit seiner Holzbalkendecke aus 1254 diente für Gerichtsverhandlungen, Ratssitzungen und offizielle Anlässe. Im Lauf der Jahrhunderte wurden etliche Male umgebaut, Zubauten errichtet, Höfe geschaffen, aufgestockt und Galerien hinzugefügt. Nach dem Stadtrichter Gotzow wechselte die Anlage mehrmals die Besitzer und ihre Funktionen. Im 19. Jahrhundert wurde der Turm der Burg abgerissen. Durch die oftmaligen Umbauarbeiten wurden die in der Katharinenkapelle befindlichen Wandfresken größtenteils beschädigt. Es sind nur mehr Fragmente erhalten, sie zählen jedoch zu den bedeutendsten Freskenzyklen des 13. Jahrhunderts nördlich der Alpen. Heute ist das Gebäude nicht zur Gänze zugänglich und von der ursprünglichen Inneneinrichtung ist nichts mehr erhalten. In der Altstadt stehen dicht gedrängte Bürgerhäuser, oftmals sind keine 2 Meter Abstand. Die
Die Stadt war ummauert und so herrschte innerhalb der Befestigung immer Platzmangel. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Stadtmauern geschliffen und es kam zur Stadterweiterung. Nahe der Gotzowburg in der Margaretenstraße liegen die ältesten und von den Fassaden her am schönsten ausgestatteten Bürgerhäuser der Stadt Krems. Das große Sgraffito-Haus, ein zwei- bis dreigeschossiger mächtiger Baublock mit Speichergeschossen, entstand Mitte des 16. Jahrhunderts aus der Zusammenlegung mehrerer spätgotischer Häuser. 1561 wurde das Haus vom Meister Hans Bruch mit einer reichen figuralen Sgraffito-Fassade versehen. Darauf sind Darstellungen alttestamentlicher Szenen, Gleichnisse, Fabeln und historische Persönlichkeiten zu sehen. Inmitten des Pfarrplatzes steht die katholische Pfarrkirche St. Veit. Sie ist ein freistehender frühbarocker Sakralbau mit gotischem Südturm. Sie zählt zu den frühesten Barockkirchen nördlich der Donau. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1178. Die barocke Inneneinrichtung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Wesentlich war die Tätigkeit des Passauer Bildhauers und Architekten Josef Matthias Götz, der den Hochaltar, das intarsierte Chorgestühl und die Kanzel gestaltete. Ab 1733 begann die Ausgestaltung der Kirche mit Deckenfresken. Sie stammen von Martin Johann Schmidt, dem Kremser Schmidt. Das Hochaltarbild schuf Johann Georg Schmidt, der Wiener Schmidt, ein älterer Zeitgenosse ohne verwandtschaftliche Beziehung. Oberhalb der katholischen Pfarrkirche steht der alte Spittelhof, auch Sängerhof genannt. Der alte Spittelhof ist ein spätgotischer Bau aus dem 15. Jahrhundert. Der Rundbogendurchgang führt zum Sängerhof. In einer Legende heißt es, dass der vielberühmte Walter von der Vogelweide in Begleitung des Minnesängers Oswald von Wolkenstein einstmal auch nach Krems kam. Steil führt die überdachte Stiege zur Pieristenkirche. Die Pieristenkirche, auch Kremser Frauenbergkirche genannt, ist die älteste Kirche der Stadt. Sie war möglicherweise dem heiligen Stephanus, dem Patron des Bistums Passau, geweiht. In den Nischen an der Außenfassade wurden mit lebensgroßen Figuren die Kreuzwegstationen dargestellt. 1616 wurde die Kirche den Jesuiten übergeben, die im Anschluss Kloster und Gymnasium errichteten. Der heutige spätgotische Bau wurde 1475 bis 1515 errichtet. Die barocke Innenausstattung beinhaltet eine große Anzahl an Werken des bedeutenden österreichischen Barockmalers Martin Johann Schmidt. Zu den wichtigsten zählen das Hochaltarbild Himmelfahrt Marias und die Gestaltung der Seitenaltäre. Die Orgel wurde im Jahr 1893 von dem Orgelbauer Franz Čapek in einem vorhandenen älteren Gehäuse erbaut und 1998 restauriert.
Bei der Übergabe an die Jesuiten 1616 wurde der von 4 Ecktürmchen bekrönte Frauenbergturm ausgenommen, da er der Bürgerschaft als Stadtturm für Brandwache und Glockensignal diente. Als Hinweis darauf trägt er als einziger Kirchturm Österreichs auf seiner Spitze noch heute kein Kreuz, sondern das Stadtwappen. Im Norden des Waldviertels an der Grenze zu Tschechien am Fluss Theia begann schon früh die Besiedlung. Über Jahrhunderte war das Gebiet komplett bewaldet und am Rand der Theia rodeten die Menschen den Wald und es entstanden kleine Siedlungen. Und so entwickelte sich auch die Stadtgemeinde Raabs an der Theia. Es ist ein kleiner Ort mit ca. 2500 Einwohnern. Die Bevölkerungsentwicklung ist seit Jahrzehnten rückläufig, da es außer der Landwirtschaft nur Arbeitsmöglichkeiten im Tourismus in den Sommermonaten gibt. Zentrum der Ansiedlung ist der Hauptplatz. Der Markt mit seinem dreieckigen Hauptplatz wurde vermutlich bereits im 12. Jahrhundert gegründet. Zu Beginn waren es ca. 60 Häuser, in denen Handwerker für die Burg und die Bevölkerung arbeiteten. Es gab in Raabs mehrere Handwerkszünfte, wobei vor allem die Textilverarbeitung bis ins 18. Jahrhundert von Bedeutung war. Am Platz befindet sich auch eine aus Sandstein gefertigte Prangersäule. Auf dem Podest die Figur des Ritters Roland mit Hellebarde und Schild. Die Prangersäule aus dem 17. Jahrhundert musste wegen großer Schäden jedoch abgetragen werden. Die beschädigte Roland-Skulptur lagerte man im Museum. 1992 wurde die Figur ergänzt und restauriert und auf die neue Säule gesetzt. Der Pranger ist verbunden mit der kleinen Gerichtsbarkeit, die die Schlossherren ausüben durften. Die Instabilität im böhmisch-mährischen Raum in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts führte immer wieder zu Konflikten. Die Ansiedlung wurde befestigt und auf dem hoch aufragenden Felsen wurde eine Burganlage errichtet. Nach vorgefundenen Aufzeichnungen wurden auf dem Felsstock bereits im 10. Jahrhundert eine kleine Wehranlage errichtet, die aber bald verlassen wurde. Mit dem Bau der Burganlage begann man im 11. Jahrhundert und jeder Burgherr und Besitzer veränderte sie im Lauf der Zeit nach seinen Bedürfnissen. Die wesentliche Anlage war bis zum 17. Jahrhundert abgeschlossen, da die Festung nicht mehr den militärischen Anforderungen entsprach. Die bis heute bewohnte Burg Raabs nutzt einen langgestreckten Felssporn am südlichen rechten Ufer der deutschen Theia gegenüber der Einmündung der von Nord nach Süd fließenden mährischen Theia. Der Zugang zum Großteil senkrecht abfallenden Sporn ist nur von Westen vom Ortsteil Oberndorf möglich. Der im Renaissance-Stil gebaute Vorhof wurde im 17. Jahrhundert errichtet und ist nicht befestigt, da zu der Zeit die Burg als Wohnburg genutzt wurde.
vor Weihern Vorbauten, die immer als Wirtschaftsräume und Wohnungen der Bediensteten Verwendung fanden, gelangt man zur Steinbrücke über den Burggraben. Danach kommt man zum ersten Bollwerk der Anlage, dem Hungerturm. Ursprünglich diente er zur Verteidigung, in den späteren Jahren als Gefängnis. Unterhalb des Turmes befindet sich ein Verlies, in dem die Gefangenen eingesperrt waren und auf die Verhandlung warteten. Durch das Renaissance-Tor mit dem Wappen gelangt man in den Hof der Hochburg. Bei Restaurierungsarbeiten wurden an den Wänden des Hofes einige Fresken und zwei Sonnenuhren freigelegt. Von der Inneneinrichtung der Burganlage ist kaum mehr etwas erhalten, nur ein gesetzter Ofen zum Backen und etwas Hausrat sowie einiges an Werkzeug für Reparaturen und die Landwirtschaft. Da die Burganlage auf einem Felsen steht, gab es für die Wasserversorgung keine Quellen. Schon in frühester Zeit wurde ein Brunnen gegraben, der im Lauf der Jahre immer wieder vertieft wurde, bis er 70 Meter erreichte. Um das Wasser heraufzubringen, wurde eine hölzerne Hebeanlage gebaut, die bis heute noch benutzbar ist. Der große und der kleine Rittersaal und die Wohnräume waren kunstvoll ausgestattet. Die Wände, über und über mit Fresken bedeckt, wurden im 15. und 16. Jahrhundert bemalt. Die freigelegten Fresken sind von sehr guter Qualität und zeigen Darstellungen des ritterlichen Lebens und der gehobenen Gesellschaft. In den anderen Räumen werden noch Malereien vermutet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Burg als Spital für die russische Besatzungsmacht genutzt und viele Wandflächen wurden mit Kalk zur Desinfektion überstrichen. Eine Tür führt auf einen Söller über dem Felsabbruch, von der man eine herrliche Aussicht über die Stadt, die Umgebung und den Fluss Theia hat. An der zur Stadt gerichteten Spitze des Burgfelsens ist die romanische Burgkapelle aus dem 11. Jahrhundert. Von diesem zweigeschossigen romanischen Sakralraum haben sich nur die Grundmauern erhalten. Sie sind heute nicht mehr zugänglich. Die römisch-katholische Pfarrkirche von Raabs befindet sich nicht im Ortskern, sie steht am höchsten Punkt der Siedlung Oberndorf bei Raabs. Eine Pfarre wurde bereits 1189 urkundlich genannt. Der ältere Teil der Kirche war einschiffig und zeigt spätromanische Formen des 13. Jahrhunderts wie die noch erhaltenen Rundbogenfenster. Ein großer Umbau erfolgte im 15. Jahrhundert, wobei aus dem einschiffigen Sakralbau eine spätgotische dreischiffige Kirche wurde. Das Mittelschiff der Kirche wurde belassen und die Seitenschiffe angebaut und an jeder Seite sind nur drei Rundbogen, die eine Verbindung zum Hauptschiff haben, sodass das Langhaus als einheitlicher Raum erscheint. Der barocke Altar mit den vier Säulen weist bereits neoklassizistische Züge auf. Das Altarbild wurde von Maria Theresia gestiftet.
Im Umfeld von Raabs gibt es ca. 320 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Die großen Agrarflächen werden meist mit Getreide bepflanzt, die jetzt im Herbst abgeerntet sind und nur mehr die Strohballen auf den Feldern liegen. Die Landwirtschaft ist kein großer Arbeitgeber mehr, umso größer ist der Einsatz von Maschinen. Die Forstwirtschaft leidet zurzeit durch das trockene Klima und den Borkenkäferbefall. Es sind vorwiegend die eng gesetzten Monokulturen der Fichte betroffen, wo mancherorts ein Totalausfall zu verzeichnen ist. In der Umgebung von Raabs mussten ca. 90 Hektar Wald geschlägert werden, was eine Katastrophe in der strukturschwachen Region darstellt. Die Ruine Kollmitz liegt östlich von Raabs und steht auf einem Felsen, der von der Theia umflossen wird. Sie ist eine der größten Ruinenanlagen in Österreich. Die Wehranlage wurde im 13. Jahrhundert zur Grenzsicherung gegen Böhmen errichtet und diente ca. 300 Jahre zur Verteidigung, bis sie im 16. Jahrhundert zur Renaissanceburg umgebaut wurde. Ab 1700 war für die Burg keine Verwendung mehr vorhanden und man ließ sie verfallen. Dächer wurden abgedeckt, die Gebäude teilweise abgerissen und die Steine für andere Objekte verwendet. Nach oftmaligem Besitzerwechsel ging die große Anlage dann 1932 in den Besitz der Stadtgemeinde Waidhofen an der Theia über. Trotz des Verfalls kann man die mächtige Anlage in ihren Funktionen nachvollziehen. Sie wurde aus Natur- und Bruchstein gebaut, nur Portale und Fensterleibungen sind aus massivem Stein gefertigt. Der äußere Torturm, erbaut um 1450, war zweigeschossig mit einem umlaufenden Wehrgang, vorgelagerten Torgraben und Zugbrücke. Der zweigeschossige gotische Wohnbau wurde ebenfalls im 15. Jahrhundert errichtet und diente später als Getreidekasten. Der Hungerturm mit Verlies und Folterkammer entstand zur gleichen Zeit, wobei die oberste Etage mit den vier Öffnungen die Kanonenebene war, die in Krisenzeiten mit Waffen bestückt wurde. Der fünfgeschossige Bergfried wurde schon 1320 erbaut, ist 26 Meter hoch, war mit einem Spitzkegeldach gedeckt und hatte einen umlaufenden Wehrgang. Weitere Anlagen zur Verteidigung wurden errichtet, sowie Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Da sich die Waffentechnik im Lauf der Zeit änderte, bot die Burg keinen Schutz mehr und wurde aufgegeben. Seit 1974 arbeitet ein Verein an der Erhaltung der Anlage. Sämtliche Bauteile wurden gesichert und die Ruine ist jetzt allgemein zugänglich. Auch mit einer Schmalspurbahn kann das Waldviertel erkundet werden. Schon ab 1900 wurde mit dem Bau des Eisenbahnnetzes begonnen, zuerst für den Güterverkehr und später für den Personenverkehr.
Der Bahnausbau war für die Region von großer Bedeutung, um die Agrargüter und das geschlägerte Holz aus der Gegend zu bringen und die Einwohner mobiler zu machen. Durch den Ausbau der Straßen und anderer Verkehrsmittel verringerte sich in späterer Zeit der Bedarf an Güter- und Personentransporten immer mehr, sodass viele der Schmalspurstrecken in den 1980er Jahren wegen Unrentabilität wieder eingestellt werden mussten. Die landschaftlich sehr schöne Strecke Gmünd-Groß-Gerus wurde jedoch modernisiert und die alten Waggons werden mehrmals die Woche von Dieselloks, welche seit 1962 in Betrieb sind, zwischen den beiden Orten gezogen. Bahnliebhaber können auch zweimal im Monat mit einer alten Dampflok unterwegs sein. Die Streckenlänge beträgt 43 Kilometer. An ebenen landwirtschaftlichen Flächen und kleinen Waldgebieten vorbei kommt man nach Weitra, der alten Bierstadt. Beim Bahnhof stehen noch Relikte aus der Dampflokperiode, als alle paar Kilometer Wasser nachgetankt werden musste. Auch das mächtige Bauwerk, das Renaissance-Schloss von Weitra, ist zu sehen. Vorbei an Feldern und ausgedehnten Waldgebieten steigt die Strecke stetig an und bei der Ortschaft Großberchtholz wurden bereits 240 Höhenmeter überwunden. Für den Personenzug kein großes Problem, aber für die schwer beladenen Güterzüge mit den Dampfloks schon eine schöne Steigung. Bergauf geht die waldreiche Fahrtstrecke weiter, bis der höchste Punkt der kleine Semmering erreicht ist. Durch reizvolle Landschaft wird auch talwärts gefahren und bald ist der kleine Ort Nangenschlag erreicht. Hier im Bahnhofsbereich von Nangenschlag sind historische Dampfloks und Waggons ausgestellt, die heute nicht mehr in Betrieb sind. Nur um eine kurze Wegstrecke ist es dann noch, bis der Zug die Endstelle in Groß-Gerus erreicht hat. Die Strecke mit 43 Kilometer wurde mit den kurzen Aufenthalten in 1,5 Stunden zurückgelegt. Ein Vergnügen, um die Seele baumeln zu lassen. Groß-Gerus ist heute eine Stadt mit 4.500 Einwohnern. Die Gegend ist altes Siedlungsgebiet. Bereits im 11. und 12. Jahrhundert war hier das Stammgebiet der Kuhenringer. 1430 wurde Groß-Gerus zum Markt ernannt, im Dreißigjährigen Krieg von kaiserlichen Truppen gebrandschatzt
und langsam wieder aufgebaut. Einige bedeutende Objekte wurden im Lauf der Jahrhunderte errichtet und sind bis heute erhalten, wie die der heiligen Margareta geweihte Pfarrkirche. Vor der Kirche steht das ehemalige Gefangenhaus, das heute ein Museum beherbergt. Am Hauptplatz befinden sich die alten Bürgerhäuser, die zum großen Teil im 18. Jahrhundert errichtet wurden. Vor dem Rathaus steht die barocke Mariensäule mit der Rosenkranzmadonna. 1983 wurde Groß Gehrungs das Stadtrecht verliehen. Im Norden des Waldviertels ist der Fluss Theier die Grenze zu Tschechien. Heute kann man den Fluss von beiden Seiten ohne jegliche Kontrolle überqueren. Viele Menschen aus der Tschechoslowakei arbeiten im Grenzgebiet von Österreich und wechseln ohne Probleme mehrmals die Woche über die Brücke die Grenze. Und viele Österreicher machen Ausflüge im tschechischen Teil des Nationalparks, den man beiderseits des Flusses angesiedelt hat. Es ist noch nicht so lange her, war die Theier ein streng bewachter Grenzfluss und das Queren der Brücke mit großem Aufwand und Papierkram verbunden. Die gesperrte Grenze war auch eine wirtschaftliche Katastrophe für das nördlichste Gebiet des Waldviertels. Wegen der unsicheren Lage und des eingeschränkten Waren- und Personenverkehrs siedelten sich keine Firmen an und auch der Tourismus kam zeitweise ganz zum Erliegen. Das Grenzgebiet war schon im Mittelalter ein unsicheres Terrain und die befestigte Burg Hardegg ist ein Zeugnis aus dieser Zeit. 1140 wird sie als Grenzfeste von Otto von Hardegg erstmals urkundlich erwähnt. Die Burganlage wurde auf einem Felsen errichtet und war nur von einer Seite, die entsprechend gesichert war, zugänglich. Die steil abfallenden Felsen bildeten einen natürlichen Schutz gegen Angriffe. Außerdem wurde eine bis zu 10 Meter hohe Natursteinmauer mit Zinnen rund um die Burganlage gebaut, die 600 Meter lang war und weitere Sicherheit bot. Die Besitzverhältnisse der großen Anlage wechselten oftmals. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden dann die Grafen Khevenhüller Eigentümer, deren Hauptsitz jedoch das Schloss Riegersburg war. Seit damals wurde die Burg in Hardegg kaum mehr bewohnt und verfiel. Außerdem durften die Bewohner der Stadt Hardegg nach dem Brand von 1764 zum Wiederaufbau ihrer Häuser Steine und Holz der Burg verwenden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann Johann Karl Fürst Khevenhüller mit dem teilweisen Wiederaufbau, wobei der Zwinger Teile des Rittersaals und des Wohntrakts nicht mehr hergestellt wurden. Die gesamte Außenmauer hatte nur ein Tor mit Wächterhaus, das ständig besetzt war. Über den Vorhof erreicht man dann die Burganlage. Der
große Rittersaal mit den Rundbogenfenstern ist einer der größten in den Burgen von Niederösterreich. Die Einrichtung wurde zusammengetragen und teilweise rekonstruiert. Mit Bildern, Stammbäumen diverser Adelsgeschlechter und diversen Einrichtungsgegenständen versuchte man die damalige Atmosphäre nachzuempfinden. Heute finden hier Veranstaltungen statt und man kann in alten Kostümen so manche Feste feiern. Im Ostturm neben dem Rittersaal waren die Privatgemächer des Schlossherrn, von wo er jederzeit gute Aussicht über das Tal hatte. In der mit offener Front überdachten Rauchküche wurden so manche Speisen zubereitet. Wurde nicht gekocht, diente der Raum auch als Schmiede. Der Bergfried im Hauptteil der Hochburg war in Belagerungszeiten der letzte Zufluchtspunkt für die Burgbewohner. Die restaurierte gotische Kapelle ist zugänglich. Dabei werden die Säulen und Säulenbündel sichtbar, die in Kapitellen mit Blattwerk enden und das gotische Kreuzrippengewölbe tragen. Durch die Glasfenster mit heiligen Darstellungen fällt Licht auf die letzte Ruhestätte der Adelsfamilie Kevenhüller. Unweit der Burg Hardegg liegt der Nationalpark Theiertal mit einer Größe von 13,3 Quadratkilometer. Jenseits des Flusses Theier geht er in den tschechischen Nationalpark über. Er ist klein, aber fein. Österreichs kleinster Nationalpark beherbergt die Hälfte aller im Land vorkommender Pflanzenarten. Die Ursache liegt darin, dass das Gebiet an der Klimagrenze zwischen dem raueren, feuchteren Hochflächenklima des Waldviertels und dem trockenen, warmen, pannonischen Klima liegt. Die meisten Flächen des Naturparks sind mit Laubwald bedeckt. Auf den schattigen Nordhängern dominieren Rot- und Weißbuchen, aber auch Bergahorn und Eiben sind zu sehen. Der Wildtierbestand ist groß und auch einige streng geschützte Tierarten leben hier. Will man die scheuen Tiere sehen, bedarf es schon einiges an Zeit, Geduld und Glück, um sie beobachten zu können. Der Seeadler hat irgendwo in den vereinzelten Felsen sein Nest und ist immer auf der Suche nach Nahrung. Im Ufergebiet der Theier sucht der Schwarzstorch nach kleinen Fischen und Krebsen. Krebse müssen auf der Hut sein, um nicht Beute zu werden. Auch Kröten bevorzugen die feuchten Gebiete am Flussrand. Trocken und warm hingegen mögen es die Smaragdeidechsen. Verschiedene Arten von Spechten sind in den großen Waldflächen heimisch und unterschiedliche Vögel bauen ihre Nester in den Baumkronen. Der Hirsch streift durch sein Revier und mit viel Glück kann man tagsüber auch einen Dachs sehen, der sonst nur nachts unterwegs ist.
Ist der Wald- oder Wiesenboden durchwühlt, können die Wildschweine nicht weit sein. Und eine Besonderheit ist die scheue Wildkatze. Sie hat sich hier nach Jahren der Unruhe wieder angesiedelt. Die breiten Wiesen neben dem Fluss waren jahrzehntelang nicht zu betreten. Es war Sperrgebiet, ein Teil des Eisernen Vorhangs. 89 Todesopfer forderte der Eiserne Vorhang zwischen Tschechien und Österreich, da immer wieder Menschen versuchten, die Seite zu wechseln. Am 23. März 1991 wurde dann endlich die Grenze geöffnet und erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnten sich die Menschen im Grenzland frei bewegen. Die Tafel Achtung Staatsgrenze ist nun keine Bedrohung mehr und die Bevölkerung macht vom Überschreiten dieser reichlich Gebrauch.